ich habe wie viele andere auch oder wie jeder das machen sollte, wir haben ja einen Zyklonabscheider vor die Staubsauger montiert. In dem Fall aber, und das ist das Besondere, habe ich zwei Zyklonabscheider auf dem Deckel festgeschraubt, da ich da das ganze System über zwei separate Staubsauger angetrieben wird. Hier unten, wenn ich das ein bisschen so zur Seite schiebe, da unten ist ein Staubsauger und den anderen habe ich einfach mit dem Holzrahmen oben drauf gestellt. Und das ist eigentlich so, ja, der Clou. Grund der ganzen Sache ist, da ich viele meiner Maschinen mit zwei Absaugpunkten versehen habe, was ihr auch gleich sehen werdet. Und deswegen habe ich vorher hatte ich immer einen Schlauch und einen Staubsauger, den ich dann aufgetrennt habe in zwei einzelne. Aber da geht einfach so viel Saugkraft bei verloren. Deswegen habe ich mir, also es hat einfach nicht funktioniert, das habe ich ja gesehen. Und deswegen musste ich mir da eine Lösung ausdenken. Und nach langem, langem Überlegen, das war eigentlich das Komplizierte an der Sache, habe ich mich dann für diesen Aufbau hier entschieden. Und ich muss sagen, der funktioniert wirklich gut. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Die beiden Abscheider führen die Späne in die gleiche Tonne ab. Das ist eine alte Mülltonne aus dem Garten, aber dafür wirklich recht stabil, was sie auch sein muss, da sie ja wirklich einen extremen Unterdruck aushalten muss. Der linke Abscheider ist über den Schlauch mit dem oberen Staubsauger verbunden und dieser Schlauch hier führt zu den unteren Absaugpunkten. Der rechte Abscheider ist über den Schlauch mit dem unteren Staubsauger verbunden und der Schlauch hier führt zum HT-Rohrsystem. Jetzt habe ich hier unten noch einen Sperrschieber eingebaut. Jetzt ist er offen. Jetzt ist er zu. Aus dem Grund, bei manchen Handmaschinen hat man ja nur einen Absaugpunkt, wie der Stichsäge, Handkreissäge oder einer Flachdübelfräse. Und wenn ich dann nur einen Staubsauger verwende, und zwar in dem Fall, der läuft dann über den Abscheider hier, damit hier kein Saugverlust entsteht und der Druck nicht über, irgendwie auf dieses System hier übertragen wird, kann ich das einfach mit einem Sperrschieber schließen und damit habe ich wirklich hier ein autarkes Saugsystem und damit auch keine Probleme. Als ersten Schritt nahm ich Maß an der Mülltonne. Ich wollte eine sehr straffe Verbindung herstellen, die nicht noch mit Silikon oder anderem Dichtmaterial ausgebessert werden musste. Um das zu erreichen, ging ich beim Malen des Kreises sehr exakt und genau vor. Als Material für den Deckel nahm ich einfach ein Reststück 18mm Multiplexplatte, was ich noch in der Werkstatt hatte. Und mit meinem Frässäckel fräste ich dann in 2 bis 3 Gängen den entsprechenden Kreis aus. Und schon beim ersten Versuch konnte man sehen, die Verbindung war wirklich sehr straff. Super, also auf zum nächsten Schritt. Da der äußere Kreis nicht genau werden musste, habe ich diesen freihand mit der Stichsäge einfach ausgesägt. Ich habe lediglich die Kanten etwas abgeschliffen und mit einem Phasenfräser die Kanten gebrochen. Ich habe mich wirklich riesig darüber gefreut, eine Tonne zu haben, die für meine Zwecke geeignet ist. Allerdings habe ich dann ganz schnell gemerkt, dass die Tonne ein ganz schön großes Loch im Boden hatte. Hierzu habe ich einfach eine ganze Menge Silikon, zusätzlich auch noch Panzertape verwendet, um das Ganze zu schließen. Es ist vielleicht nicht besonders schön, aber es funktioniert. Das Wichtigste dürfen wir nicht vergessen. Aus Platzmangel konnte ich leider keine eigene Lösung für die Abscheider umsetzen, deswegen habe ich mir einfach 2 Dust Commander bestellt. Diese werden lediglich auf dem Holzdeckel verschraubt. Vorher müssen allerdings noch die beiden 60mm Bohrungen gemacht werden. Wie ich bereits vorhin erklärt habe, musste zwischen einem Abscheider und die Tonne ein Sperrschieber montiert werden. Ein Video zum Bau von diesen Sperrschiebern werdet ihr sehr bald auf meinem Kanal finden. Aber wie ihr hier bereits sehen könnt, ist es wirklich nicht schwer. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Am Ende müssen alle Einzelteile nur noch verschraubt und aufgesteckt werden.
Ich verwende 50 mm Saugschläuche. Diese müssen mit dem Heißluftföhn ein wenig erwärmt werden, dann können sie sehr schön straff über die Anschlüsse der Zyklonabscheider gezogen werden. Wenn euch jetzt interessiert, wie gut das Ganze funktioniert, und ich verspreche euch, es funktioniert wirklich gut, dann schaut doch einfach das entsprechende Video dazu in meinem Channel. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen hoch freuen und, falls ihr das noch nicht gemacht habt, mich zu abonnieren. Vergesst auch nicht, diese Glocke zu aktivieren, damit ihr immer direkt über neue Videos von mir informiert werdet. Ich danke euch fürs Zuschauen und auf jeden Fall bis zum nächsten Video.